Problem ist, ich fahre dann kann ich nicht gleich pennen. Das heißt, ich bin dazu aufgedreht, dann wahrscheinlich locker noch mal fast eine Stunde. Das heißt, um 2 vielleicht einschlafen. Ey, 3 Stunden Schlaf, Alter. Was? Kein Teenager mehr. Alter Mann. Bist so alt, Dani. Ach, holla die Waldfee. Gib alles, Bubele. Bubele. Quality ist wieder übelst tief. Bei mir ist sie schon gelb. Quality. Ja, Quality, die linke. Okay. Bei mir ist beides 100. Ja, bei Nadia holt schon rum, wenn er 99 hat. Oh, es geht auf 99. Ja, hallo? Das ist, Alter, 99 ist. 99 ist wie 100. 120 laps. The track was ist bei dir? 94. Ich glaube, heute fliege ich mal raus. Saletti! Follow car number 128 in the inside lane. Wie Stream ist zu. Streams habe ich jetzt zu. Nee, das geht nicht. Das sind Zuschauerzahlen, die du jetzt hier kostest. Unglaublich. Ja, halt, ob das am Stream liegt, Mann. Ich glaube, die erste Zahl ist doch eh Server. Ja, das ist die linke Zahl ist Server, ja, die rechte ist. Okay. Also, dann hättest du auch offen lassen können. Der Server pickt immer jemanden raus vom Rennen, random, der immer einmal fliegt. Letztes Mal war es Teile, diesmal bist du es. Das ist Peter. Wieso soll ich aus der Top 10? Also, kommt mir der Spanier schon, Arias, oder wer heißt der, schon rausgeflogen? Ah, also, da hat sie ihn. Ja. Ja. Ja, gut, Glück. Ja, viel Glück, Manners. Achtet auf die Reifen. Ich habe gesehen, im Rennen, wo ich gefahren bin, Tyler Gary hat T1 sehr früh angebremst. Also ich bin da immer viel zu schnell rein. Vom Licht. Du kannst eigentlich am Grün zwar bremsen, aber das ist viel zu spät. Nee, ich fahre bis vorher, das wird sich Okay, Daniel, here we go. Don't fuck myself. Ich muss echt reifen fahren, das ist wichtig. Das wird tight wie Sau. Side by side. Still there. Still there. Hold your line. Hold your line. Still there. He's still there. Hold your line. He's still there. Hold your line. Hey Sepp, danke dir. Ja, ist nur eine Runde zu spät. Please hold the brake next time. Ernsthaft jetzt? Na ja, natürlich. Was ist los? Was ist? Ich hab nicht abgeschlossen. Du, Nadja, was? Der Vollidiot. Wer? Pereira. Pereira. Marco. Hier reingefahren oder was? Ja, schön. T1 angebremst. In 3 drehte mich und dann statt bremsen nochmal rein in die Seite. Na, Alter. Ja, das ist, weil die nur Practice, nur Hotlaps gefahren sind und dann übelst spät bremsen und wenn sie dann im Traffic... Ja, habe ich auch gemacht, aber wir haben die Erfahrung, ich weiß, dass ich im Rennen so nicht fahren werde, wie ich in Hotlap gefahren bin. Ja, warum fährt er dann halt ja rein? Ich hatte die Practice vom IndyCar fahren. Dann zurückwerfen Design. Und wird's gut. Kriegt mal in Discord einen kleinen Sneak Peek. Ich schau mal, wie viel Schaden ich habe. Ja, schade. Wieder der Johannes Meyer um mich herum. Das
Problem ist halt, der 1 anbremsen im 2, weil du weißt halt immer nicht, wie fährt der Inside-Fahrende, wie, welche Linie nimmt er. Fährt er weiter runter, ist er weiter oben, du musst jetzt oben fahren, so weit oben fahren, dass du dann eigentlich... Ja, probiert sie genau, wie heißt er? Mike Halber ist direkt noch vorher vor die Karre, dann muss ich eh noch ein bisschen früher bremsen. Hm. Hat er in der Braking Zone dir in die Linie gezogen? Nein, schon vor, also auf der Geraden ist er direkt vor mich gezogen, dann ich hatte einen Stoßstange, Ja, okay, dann geht man klar noch früher vom Gas, ja. Aber er hat halt nicht damit gerechnet, wahrscheinlich bist du halt noch früher so als früh, sonst. So früh habe ich auch nicht, es war kurz nach der Inside Wall. Inside Wall? Ja, da beim Pit. Darauf achte ich gar nicht. Da nimmst du einen Punkt oder was? Ja, nicht direkt, aber ich sehe es ja, wenn das vorbei ist. Wenn die Mauer weg ist, da bremst du oder was? Einfach wenn die Mauer am Ende. Zwischen Mauer und unter Ampel. Ich hoffe, mich nur an die Ampel. Ah, da meinst du, okay. We're under caution. Pits closed. Okay, aber das ist ja nicht früh. So habe ich auch gebremst. So habe ich auch gebremst. No excuse und sorry und so. Hat er geschrieben. Ja. Naja, scheiße. Ja, vielleicht sollte man Platz haben. Mein Gott. Ja, warte, ich guck mal. Ich habe ja Zeit gerade. Ja, ich hatte 25 Sekunden Schaden. Man erkennt es nicht. Was steht da drauf auf der Motorhaube? Das sieht aber irgendwie cool aus. Was ist das? Gold oder was? Nicht schlecht. Oder so bräunliches Gold oder was? Das holst du auf dieser Strecke easy mit dem Brake Kit raus, das du ja jetzt reingemacht hast. Das habe ich ja noch nicht installiert, du Affe. Oh fuck. Ja? Oh, dachte, jetzt wird die Überraschung erst richtig scheiße. Oh no. Da ist ja Glück. Überleg mir sowas richtig Dummes für dich gehabt, so extra. Ja, das glaube ich dir, um das zu treffen, da braucht man schon eine Weile, wenn man einen bestimmten Ton will, ja, und den dann okay, rumspielen muss die ganze Zeit. Bei Gabi war es ja auch so, wo er meinen goldenen Holy gemacht hat, hat er mir auch 2, 3 oder 4 unterschiedliche Designs geschickt von dem Goldton. Zu den getroffen haben, wie ich es wollte nachher. Na, den muss man einfach lieb haben, ja. Ah, okay. Aber Gabi hat mir auch einen Goldton geschickt, war für ihn das perfekte Gold. Ich wollte es aber anders, ich wollte, dass es mehr glänzt. Also das ist halt, die Geschmäcker sind halt echt verschieden. Schreibt der neue Fusel 5 jetzt aber übelst rein in D1. Aber
aber ich kann das halt nicht anders. Ja. Komm in den Lidl. Ja, ich hab eh nicht. Ich verbremst. Wie viel Schaden hattest du jetzt nach dir? Ich hab gar nicht. 20 Sekunden. Okay, ja, okay, dafür, wie du es beschrieben hast, wie das alles war, geht es ja noch. Ja, ich habe auch nicht mehr gemacht. Aber Engine noch gut oder was? Ja, das war gut, da habe ich hinten und auf der Seite hinten wieder getroffen. Ja, okay, das schaue ich nachher, aber ich habe nichts gesehen wollen. Ich habe da Truck überall entschieden. V6. Alles klar, er humpelt mal los. Oh, Meier hart in der Wand, aber ganz hart. Outside. Er war ganz hart in der Wand. Hab ich gesehen. Ready,
Jetzt mit der Front und dann mit dem Heck. Also die Karre ist durch. So schießt du da rein. Hm? Sieht übelst dran gekommen, der 1. Warum ist das so weg in 1, 2? Ich komme in 3, 4 immer näher. Schaltest du 3, 4 oder bleibst du im Stock? Sonst nicht. Hab ich gesagt. Hm. Ich hab später einen Wert, wenn ich die Karte zum Schaden. Boah, nein. Hab ich die Karte weggeworfen. Machst du sowas? Nee, ich bin geschaut. Ja, es ist gefährlich. Aber ich konnte aufs Grün ziehen und wieder raus ohne Yellow nichts. Ach, gab's keine Yellow, okay. Hm, habt ihr nicht gemerkt? Ich hab's wohl gesehen, ich hatte nur schon Platz. Vielleicht hat die Angst, dass wir reinhören müssen. Dann wird es zurück. Würde ich noch gesehen. Es geht hier 40 in die Box. Würde sich anbieten, ne? Oder fahrt ihr 60? Ich hab... Na laut Sprit könnte man 60 fahren, ne? Meine bestimmt nicht. Ja, nein, weiß ich es doch nicht. Jetzt ist alles gut. Das ist doch fast 23. Schon krass, gell? Du darfst keinen Fehler machen. Das ist.
Das Aero fliegt ja förmlich, ey. Der fährt 2 Zehntel schneller als alle anderen. Consistency, keep it up. Schöne. Ist das mit mir? Ja, ein. Was ist? Nö, ich bin halt da eins oben gefahren, war ich jetzt schneller gerade fast 1,5 Zehntel. Warte, ich hab was probiert gehabt, nur das war langsamer. Ich glaub, das ist aus. Was? Das ist aus. Sehe ich aus, bin ich dann da nicht runter.
Treffen bauen lassen. Ich glaube schon, dass man das bis 60 schafft. Alex! Was ist los, Mann? Direkt getötet worden, oder was? Ich bin aber schneller durch. Ja, ich dachte es auch. Ich glaube, dann wurde ein bisschen langsamer. Was ist das? Ich oh Mann, so bitter, ey. Was ist das? Ich habe noch 25, das schaffe ich versuchst du? Undercut? Ja, auf 60. So, 10. Ja, mir reicht ja bis auf 25 Laps. Okay, Daniel, lap time is pretty consistent. Die Zeit, man verliert so ein bisschen Zeit, wenn man schon ganz genau steht.
Schluchti, salut, grüß dich, Abend. Wir fahren an der gleichen. Ja, aber Roland hält auf. Ich bin ein bisschen später bremsen, er bremst recht früh. Ich muss mich hier nach ihm richten. Super Porsche. Jetzt alle rein? Nö. Ich bleib draußen. Nee, so weit hinten wär's einfach. Ich. Hast du noch 13 Laps? Ja, wenn ihm der Sprit nicht reicht. Sprit war hart, ich bin 30. Ah, sorry. Scheiße, was ich. Nö. Guck nach mir. Mir reicht das Sprit bis 60, deswegen. P3. The car behind is pitting. Danny wollte ja eh nicht noch mit durchlassen. Das Power geht. Ja, von 10 auf 2, geil. Glückwunsch, mega.
Still there. Fast continuous standing side by side. They're right. Far outside. Hold the line. They're outside. Danke. Ja. Hätte ihr Platz gemacht. Ja, ich war ja nicht in der Box. Ja, wozu? Meine Reifen sind eher. Ja, aber jetzt. Nee, ich bin nicht überrundet. Ich fahre noch nicht mit. Die anderen machen zwei Stops. Ich probiere einen Stop. Und meine Karre ist so tight. 50 Reifen auf die Runden. Genau. Oh. Ich? So, ja, aber die frischen Reifen haben das wie ausgesucht, einfach mal. In der Dose. Ja. Hier noch Achtung. Ja, ja. You got about 4 laps of fuel left. High side. Good consistency. Keep them coming. Outside. Ja, was macht denn der Sieg jetzt wieder? Oh, Teile geht an die Box. Inside V2, you've only got enough fuel for this lap. He's still there. Das ist doch zu viel Zeit hier. Ich wollte gerade sagen, da ist aber so ein bisschen früh dran. In this lap, the box, this lap, please, Daniel. Your speed.
Pit lane speed limit is 45 miles per hour. Box in 5, 4, 3, 2, 1. Box now. Sixty-two, by the way. 65, 82. There's a car approaching. Stay behind the white line. Still side by side. Hold the line. You're clear outside. Ja, 65. 73, 86. The leader, Rauch, is pitting. Okay, Daniel, there's a car exit in the pit. Heads up. 321. Das ist jetzt sehr ungünstig, weil letztes Mal gefickt, jetzt später bitten wir. Dankeschön dafür. Wie beschissen. Außer auf dem Pickering. Full course yellow, pits are open. Und dann glaube ich, habe keinen Damage. Das klang nach Tino. Ja. Aha. Okay, scheiße. Ja, kann man so sagen. Ja, hab mir einfach rausgedreht. Hab versucht zwar einer abzufangen, aber bin dann gegen die Wand gekommen. The leader, De Jong, is pitting. Ja, super, ich krieg nicht mal einen Wave Around. Das war der Teamchef, genau. Geh keine rein, ne? Pits are open. Ist jetzt Kraus und Haider und Dave sind die draußen geblieben. Was ist? Das ist doch aber unlogisch hoch 10, die waren in Lap 45 Pitten. Ja. Ich war jetzt in Lap 61, Roland in 63, das wird jetzt draußen bleiben, okay, Roland dort oder so, aber ich muss jetzt draußen bleiben, ich war auf P19. Du kannst ja so scheiße überholen. Pace car is out. Pits are closed. Bin ich ja Lap down. Ja, du kriegst nicht mal deine Lap wieder, ja? Nee. Verfickte Scheiße, Mann. Ja, die kam echt mega scheiße, ungünstig, ja. Mann, fahr! Aber, also, was Kraus, Heide und Dave da vorne machen und Frederik Stock auf Fisch, also die vier. Verstehe ich gar nicht. Es macht null
0,0 Sinn. Ja, ist jetzt eh. Jetzt ist eh rum. Jetzt der. Das P6 oder P5, was ich hatte da, das. Ja, wieso? Warum sollst du alte 4 drücken? Das Rennen. Wir sind gerade mal Halbzeit. Das Rating kommt nächste Season. Das ist nicht alte 4, echt nicht. Wir hatten mal hier die Mentalität, dass wir kein alte 4 drücken. We're going green, next time. Ich auch kein alte 4. Logisch nicht. Weil Bob hat das hier angeführt. Ja, und deswegen ist er Elite 2 dann gewesen. Nee, weil er keine Runden gefahren ist. Bin immer fertig gefahren. Gut. Das einzige Mal, wo ich nicht fertig gefahren bin, war da im B, wo ich in Lap 5 gerackt worden bin. Das war, aber da war ich 40 Meilen nach der Reparatur immer noch off pace und war 30 Laps down. Ich wäre eh letzter gewesen, von dem her war es da egal. Ja, aber das ist jetzt durch. Vorne mit den alten Reifen schön Caution auslöst, kriege ich dann vielleicht noch den neuen Locky Dog auch nicht. Ah, oh Mann, ey, die hätten zwei Runden früher kommen müssen, ey. Wo ich noch nicht pitten war, das wäre Sky gewesen, ey. So blöd. Das war jetzt echt übelst gefistet. Schade. Green flag, we're racing. Och, gib doch Gas, Junge. P8. Still side by side. Ist das dein Ernst oder was? Willst du stehen bleiben? Alter. Alter. Das ist safe. Los geworden oder Schubser? Oh Mann. Aber übelst guter Safe gerade. Doch, er ist keine Runde gefahren. Der ist aus der Pit raus, da kam die Porsche. Denkst an Protest, gell? Ja. Ach, gegen die. Ich glaube, die ist rausgeschoben worden. Hey, du hast dich gedreht, hast du über die Position verloren, hallo? Das ist für eine Frage, du hast einen übelsten Nachteil deswegen, es gibt nur einen Nachteil. P8, are outside, clear high. Das Einzige, was gemacht werden kann, er wird nachher abgelehnt, dass nichts passiert. Aber ansonsten, in meinen Augen, du hast dich gedreht und bist auf 11 drückt. Du warst auf 4 oder 5. Also.
Höhe vorne geht übelst eng zur Sache. Also, von da was. Oh, bist du schon mal siebter? Wo ist das denn jetzt veranstaltet? Ja, ich bin draußen geblieben. Nicht mehr pitten gegangen. Kannst du denn jetzt durchfahren? Ja, ja. Ich hätte vorhin auch durchfahren können. Ich hatte 61 im Tank. Es waren da noch 60 drüber. Hätte vielleicht ein bisschen safen müssen, aber es hätte gereicht. Ja, hatte ich bei mir auch gedacht. Bei mir hätte er beim Rausfahren aber gesagt, ich hätte Sprit für 56 Runden. Ja. Naja, bin eh abgeflogen. Aber gut, wenn ihr wenigstens in einigermaßen aussichtsreicher Position seid, dann. War es nicht ganz zu übel. Gut für Nadir natürlich, scheiße. Ja, übelster Safe, wenn es übel. Ah, schaff's, scheiße. Jo, mach das. Man startet es nicht um 10, oder um 11 erst. Oder um 10. Ah, um 11. Ah, nee. Es wird zu spät. Ich muss nicht ins Bett kommen. Ich muss um 5 Uhr aufstehen. Das ist. Nee, das ist ganz fest. Wird's echt. Car high. Car on the low side. Carry side. Full course caution. Watch out. V8. Ah, oh, wieso fährt er noch rein, Mann? Ey, ich war voll. Oh Mann, flucht sie immer mehr voll rein. Ah, Gabi, ich dachte, du ziehst schon durch. Sorry. Sorry, man hat's gesehen. Man hat's gesehen. Ich weiß, Mike, Steini, sorry, ich war voll auf der Bremse, ey, und bin dir reingerutscht. Aber Tobi, Alter. Warum noch 3 Minuten später, warum fährst du da noch rein, Mann? Das ist unglaublich. Ohne Witz, verstehe ich nicht. Ey, so ein Vollidiot, ohne Witz. Wer? Sivos! Alter, ich stehe links an der Wand. Ich stehe, es standen ja alle. Er fährt mir noch voll rein. Das ist. Hey. Aber ich bin eh durch, weil ich bin Steini hinten drauf. Ich war voll auf der Bremse, ich bin reingerutscht mit stehenden Reifen. Ach man, ich hab's gesehen und bin nach links ausgewichen und dann ist da Cornish und Steini sind da noch ineinander gefahren. Ja, und ich hab einen Unsafe Pit Exit, aber ist egal, ich hab einen Drop für die End noch. Jetzt kriegt Altbahn, kriegt jetzt in den Lockdown. Fuck man. Du musst ja, vor, Tino. So behindert man von Sievers, Alter. Ohne Witz, der Typ, Alter, der gehört. Der soll sein Lenkrad wegschmeißen. Ohne Witz. Er gehört nicht in die Liga, egal wohin. Nee, es geht nicht. Das ist Unfähigkeit hoch 10. Hoch 10 ist das Unfähigkeit. Zum Kotzen, ohne Witz. Watch your speed. Mann. Boah, 30 Sekunden. Ja, wieso hab ich jetzt Passing on the Yellow? Was ist das für ein verficktes Dreckzeiten? Ich hab den Ding gekriegt, Passing on the Yellow, obwohl ich Tino vorbeigelassen habe. Box now. Würde ich mal sagen. Ich setz die Repairs schneller. 2 Minuten. Oh, super geil. Fahrt, baum wieder mal. Oh, Cornish ist raus. Angeblich war es Rauch. Der hat sich zumindest entschuldigt, ne? Null. Auf 1. Da kam ohne Damage.
der Stufe war direkt vor mir und Mann, ich bin wohl nachgefahren. Ich hab auf ihn reagiert, auf ihn schön gebremst. Das ging. Hier fahren sie rein. Ja, super. Jetzt zahlt man wieder Lied, dann wird Gurke hinten in der Dreckscheiße rum, Mann. Of course, yellow. Pits are open. Steineke, ahead is pitting. Look out for the pit speed limit. Wild boys. Weißt du kurz, Mian, dass ich ein Passing an der Yellow habe, obwohl ich Tino vorbeigelassen habe, jetzt eine Black Flag noch gekriegt habe. Deswegen muss ich absitzen. No. Wo ist Pace Car? Hier ist jemand? Ich hab grad raus, ja. Oh, fuck, reicht nicht. Ich kann gar nichts abreparieren. So blöd, okay, so blöd, ohne Witz. Ich hab's noch gewusst, dass es passiert. Ich sehe nur, wie Nigel da rechts in die Wand geht und will nach links und kollidiert da Cornish und Mike. Mike war mit einmal so krass, ich glaube, die sind so in die Wand rein, dass es die um 100 Meilen verlangsamt hat. Ehrlich. Ich hab ich auch gemacht. Habe ich, hab ich gemacht? Oh, ich habe noch einen Satz. Ich habe noch zwei. Bitte, bitte. Ihr noch nochmal. Jetzt drei Sätze. Ja, ich dachte, ich hätte nur zwei. Jetzt ist mir der Motor hochgegangen. Ah, leck mich doch am Arsch, Alter. In der Pit oder wo? Ich war gerade eben beim Anschließen ans Feld. Es hat, die Nadel hat nicht gewackelt, nix. Ey. Alter, wie bitter, Mann. Fuck. What's your speed limit in the pits? Green flag. Box in, 5, 4, 3, 2, 1, box now. Ja, 32 Minuten, das war's. Roland ist ein Säckler, Alter. Du bist so blöd. Wieso zieht er da nach rechts? Hey, der Roland, Alter. Ich glaube, das What the Fuck von Nigel erklärt doch eh alles. Die waren im Two-White und er zieht einfach nach rechts. Und klippt ihn zwischen. Roland klippt Nigel an die Wand. Oh, und Cornish netcodet Nigel ganz leicht und kommt deswegen nach links und dann berührt sich Mike und Cornish voll in die Wand. Ja. Oh, und Maspero wollte ausweichen, ist voll Cornish rein. Ja, und ja, ich war voll auf der Bremse. Kannst du noch gucken bei Markus Fluch? Ja, mach ich gleich. Ich war schon auf der Bremse, ja, ich war da auf der Bremse. Man sieht es in meinen Inputs, aber man sieht es glaube ich im Stream nicht. Ah doch, man sieht es im Stream. Man sieht meine Inputs. Ich hab hier schon. Man sieht,
Da ist das Rack. Jetzt bremse ich schon. Mehr, weniger, mehr. Jetzt bin ich voll drauf. Ich bin voll auf der Bremse, voll drauf. Drauf. Ich war voll auf der Bremse, aber schon Ewigkeiten. Brauch keine Chance. Ich den nächsten Damage von allen. Was soll ich da machen? Dann stehe ich hier und dann kommt Sievers an. Alter. Warum? Naja. Warum? Warum wird er dann erlegt? Er hat ihn verloren. Was ein Vollidiot, Alter. Sievers ist so strunzedoof, ohne Witz. Es war alles gesaved, alles fertig und er hat einen dritten geschalten, was weiß ich, auf jeden Fall hat er ihn auf der Geraden verloren und halt voll in mich rein. Also, ich bin so blöd. Sorry, Eve. Nice dive von, nice. Mann, super. Das war mein Bock. Er hat ihn super gefangen, sorry, Eve. Fuck. Ich hab in den Spiegel geguckt im dümmsten Moment. Ich auch hab wollte mich da aufpumpen. Fuck! Ich hab mich da aufpumpen lassen sollen. Roland hätte dich nicht gedived, er hat voll früh gebremst. Er war richtig im Spiel. Ja, aber er hat voll früh gebremst, hätte ich nicht gedived. Die Hotlap. Was soll ich machen? An Eve und sorry. Was soll ich hier dazu schreiben? Von mir und sorry. Ja, ich bin jetzt auf Pace. Mann, Johannes Meyer hat einen im Sack, Mann. Der guckt auf zwei rum. Der war an der Wand, der war auf Pace. Heile, hol das hin. Alle draußen. Wegen Sievers bin ich dann in die Inside Wall noch, hat er mich noch schön reingedrückt. Das kann auch noch den letzten Rest gegeben haben für den Motor. Mhm. Ich bin eigentlich mit stehenden Reifen. Guck ich mal mit wie viel km/h? Ein Meilen. Waren schon noch 85. Ja, ist. Ja, mit 10 Meilen Überschuss bin ich rein. Ja, Nolli hat das übelste Glück, Alter. Der ist einfach oben durch. Ah, hinter Nolli. Ja. Es hat keine Chance mehr.
Tino, du hast im falschen Thread geschrieben. Oh. In der normalen, nicht in der Pro hast du es geschrieben. Ja, dann lösche ich das gleich wieder. Dann schmeiß ich das wieder raus. Oh, hier geht wieder eine Mauer. Yes. Jetzt hole ich mir mein letztes Set. Hey Sonic, grüß dich. Ja, bin kaputt. War Unfall vor mir, ich konnte nicht ausweichen und dann ist mir noch einer hin drauf und dann war's durch. Was ist da passiert? Wo? Vorne hin? Wer stand ja, in D1 sein in die Wand geknallt. Ja, irgendein bunter Wagen. Irgendwas weiß-blau-rotes Auto. Kannst du bei mir Cockpit View, dann siehst du. Oh, Mike, keine Tires mehr, kann das sein? Kann sein. Bleib draußen. Wir haben doch noch mehr Reifen, als ich dachte. Dave war das. Dave ist voll in die Wand. Wer gemacht? Hä? Danke, da wird die Abzeit. Is now in the lead. Hä, was hat Dave gemacht? Bitte? Dave ist einfach geradeaus in T1 in die Wand gefahren. Hat er Wheel Disconnect gehabt oder was? Wahrscheinlich, ja. So sieht's aus. Er ist einfach geradeaus in die Wand. Hey, yeah. Okay. Hab ich auch schon mal irgendwann gehabt. Schön gerade. So sieht's aus, dass einfach gar keine Inputs mehr waren und einfach nur noch gerade. Aber verlangsamt hat er trotzdem, also. Es werden ein paar keine Sets mehr haben. Die am Anfang noch bitten waren, in der 45. und dann nochmal und nochmal, die haben jetzt keine mehr. Ja, aber es sind einige jetzt noch. Ich Top, nee, sind. Nur die Top 4. Eben, ich Kost, Kosten. Ich hab mal ja auch keins. Ich hab Steine nicht ganz. Ja, ich sag ja gerade eben, hört ihr mir nicht, hab ich muted, ne? Ich bin da. Die Top 4 hat. Der hat keine Reifen genommen. Carsten ist der Erste auf P5. Ja, habe ich auch gedacht. So war es bei mir eigentlich auch. Der tut dann nach links so abrupt. Aber was war das dann? Oder Black, was noch sein kann? Blue Screen oder Black Screen? Also halt Bildschirm. Mal kurz, wie lange noch? 19 Minuten. Dass der Kackmotor hochgehen muss, der ist wieder. Oder Steini spekuliert auf noch eine Caution. Kann ja noch kommen. Mhm. Aber es sind nur noch 20 zu fahren. Problem ist, wenn du jetzt draußen bleibst und sagen wir mal, bei 10 to go kommt eine Caution, dann bist du so weit hinten, dass du nie mehr vorkommst, so weit vor. Das ist never ever. Du kommst die Idee auch, wenn du auf dem draußen bleibst. Ja. Du hättest, jetzt war der Zeitpunkt, nochmal den Satz zu nehmen, ab jetzt draußen bleiben, fertig. Ja, du hast ja gesehen, oder, ja, du kannst so schlecht überholen, auch wenn die Reifen ein bisschen älter sind, wenn der gegenhält. Nicht einfach.
nicht schon die Lab davor zurück, Tino? Haben Sie geschlafen? Ich? Ja, weil du gehört die Lab sortiert und bei Marco wird das Feld sortiert. Weißt du, der sagt mir die ganze Zeit, ich soll die Leute vorbeilassen. Ja, eben. Dann halt mal an. Ja, ich mache ja schon langsam. Das funktioniert nur, wenn du langsamer fährst, als das Pace Car. Ja, ich fahre die ganze Zeit, bin die ganze Zeit 40 gefahren, so viel wie das Pace Car ja wohl nicht fahren, oder? 60 fährt das Pace Car. Ja. Was macht so Vince wieder von allem? Jawohl, Teile warm, aber wie eine Rakete. Also das wird noch knallen mit Sowinski. Also, was ist denn Sowinski? Welche Nummer hat er? Meine Fresse, Mann. Wow, hab ich jetzt Glück? Was sag ich? Was sag ich, dass es wegen ihm wreckt? Wann wollte er bremsen? Was macht er da? Also, ich glaube, sie war so ein Wohin fährt? Wohin wollte er fahren? Er fährt einfach in die Wand. Und prallt so unberührt. Eve, oh mein Gott. Sowinski und Ladome da sind, ja, sind beide am Qualm. Hast du gesehen, wie weit er runterkommt? Fast in mich rein. Ja, okay, aber Yves konnte nichts machen, der ist von der Wand weggeprallt. Ja, 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 klar. Ich mache Yves keinen Vorwurf. Ich sage, ich hatte übelst Glück, dass ich da noch durchkam. Und Sivo ist natürlich rein. Guck ich mal, ob er was machen kann. Aber schau mal schnell, was hat Sivos gemacht auf Startziel in dieser Lab? Ah, ne, ja, den. Startziel. Ja, da stand da fast still. Er hat gebremst. Aber warum? Weil vorn ist Sowinski und Albrecht haben sich berührt und hat kurz geraucht und dann hat er von 133 auf 119 gebremst Meilen. Aber hat übelst gebremst. Also, ja, ich wollte fast hinten rein. Ich möchte anmerken, dass einfach, dass es nicht untergeht. Baumgart fährt heute ziemlich gut. Percy. Ja. Hat jetzt ein paar kluge Moves abgezogen. Ach, Volker, grüß dich. Schlecht läuft's. War Crash gewesen in der Top 5 auf der Geraden und ich wollte nach links ausweichen, aber dann sind auch welche nach links geschleudert und dann war ich voll auf der Bremse und bin einem reingerutscht und dann ist mir hinten noch einer rein und dann ist mir der Motor hochgegangen. Ich habe 14 Minuten required. Ich werde also jede Scheiße an ihm protestieren, alles. Auch wenn es noch so klein ist, alles. Das soll mit dem FB von 14 in die Elite 2 runtergehen. Was mit Markus? Aber das war doch nicht Markus, oder? Nee, hat nichts geschrieben. Rechne mit einem kompletten Ausfall im WhatsApp. Obwohl die zwar der getötet hat, vielleicht. Aber bemüht sich ja nicht. Oh mein Gott. Hey, was war das? Den hat's wie rangesaugt. Hey, Markus lässt sich ein bisschen hoch. Ah, Ghost. Ein Ghost-Contact. Yeah. Aber Sowinski war eh all over the place, Alter. Ja, aber Ghost. Ja,
berühren sich. Und jetzt verstehe ich, was ich jetzt gemacht habe. Jetzt, pass auf, die Szene, alles ist sauber, alles gut. Und pass auf, was wir jetzt machen. Bam, er fährt die Wand zurück. Bam. Das ist vorgefahren wie eine Sau. Und dann hier, wie er sich zurückrollen lässt. Bremse drücken, Bremse drücken. Guck mal. Das Beste, ich schaue gerade eben so Winsky im Replay an. Er knallt in die Wand, danach in Eve. Und er lässt sich einfach die ganze Zeit rollen, rollen, rollen. Er rollt komplett rückwärts wieder auf die Strecke drauf. Da gibt es kein Bremse drücken bei ihm. Er war komplett im Gras schon. Okay, das protestiere ich. Und Tino musste übelst in die Eisen gehen noch. Weil er genau vor Tino gekommen ist. Ganz ehrlich. Ich habe stillgestanden dann. Ja, du kannst es protestieren, Tino. Wenn er so, da muss normalerweise bremsen. Das ist Strafe. Ja, ich kann mal kurz meinen Ausfall zeigen. Einmal bis auf Null runterbremsen. Also, ja. Also hiervon gibt es eine Berührung und einen Unfall. Und ich fange jetzt an mit Bremsen, weiche nach links aus, berühre die 88. Eigentlich soweit alles safe und jetzt bam, noch gegen Rand. Das wird mühsam. Ja. Und dann, nachher bin ich in die Box, hatte 2 Minuten optional. Und dann hatte ich, ist mir nachher beim Restart am Motor hochgegangen. Die Kacke begann. That's it. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe die Shitshow eröffnet. Auf Gabi. Nee, das ja, ohne Witz. Ja. Ja, doch. Das ganze Tohuwabohu hat durch Tino angefangen. Ja. Ab Lap 60 da nach seinem Pitout mit seinem Dreher da. Die Shitshow. Ja, kannst nichts machen. Ich war voll auf der Bremse, ja, um Steine nicht reinzufahren und hab ihn halt berührt. Dann sieht's, ich hab. Ja, und dann kommt Sievers noch und. Ja. Keine Ahnung, was ich gedacht hab. Was nicht. Ja. Mein Aussetzer für die Saison jetzt hoffentlich durch und dann. Kann mal vorkommen. Ja. Es ist eine schwierige Strecke mit dem ganzen Schalten. Es hat auch nicht viel gefehlt, ich hätte ihn fast abgefangen, aber dann war die Mauer dummerweise im Weg und dann. Also ich hatte schon gebremst und gegengelenkt. Bist du da eigentlich im dritten durch oder im vierten? Wo du dich da. Du bist halt einfach los geworden. Ich glaube, du hast halt mit den kalten Reifen noch viel Gas gegeben. Ja, ich bin los geworden und hab ich. Hättest du die draus, Gabi, immer? Herrera, er das ganz protestieren. Oder normalerweise müsste es die Rennleiter, aber nee, der Pro muss man es protestieren. Der Nigel fährt ja auch noch. Jetzt bitte ohne Yellow Flag zu Ende die Geschichte. Reifen immer noch dritter. Oh, in die Wand. Was machen die? Wie so fahren die da alle in die Wand? Wieder in die Wand. Oh. Eieieiei. 3-Wide, glaube ich, gell? Achtung. Ja, was soll ich hier kommen, bitte? Kann ich eigentlich in Fahrtrace setzen? Spotten. Jetzt sind alle mit frischen Reifen hier vorne. Also alle Lap 99. Ayers. De Jong hat gar keinen Schaden. Ich sehe bei De Jong keinen Schaden. Bisschen recht, aber minimal. Hat der nicht retired? Nee. Vorne schwarz, ja. Andi hält übelst auf.
Überhol ihn doch. Welcher kauft sich noch vor mir? Die Wände verschieben sich hier so. Wollt ihr eigentlich nochmal rauszufahren, falls? Ja, kacke. Boah, das ist ein geiler Exit-T4, war das. Warte, den hast du richtig gut erwischt. Jetzt hast du. Bist nach vorne voll und nach hinten. Achtung, oh, Roland bremst früh. Deswegen, der hat bei mir immer übelste Aufgabe, der extrem früh bremst. Also, du könntest ihn diven. Bist todesoft dumm. Slide-Job machen. Hier bremst auch mal recht früh. Oh. Oh. Mein Gott, Walter. Eisbombs waren. Die kann ich nicht brauchen. Shit. Krieg ich doch nicht mehr. Ja, wieder bei mir. Dann schau mal, das, der andere kommt runter, oder Ari? Der muss auf jeden Fall verwickelt gewesen sein. Und dann auf der Geraden kam er runter, um mich zu blocken, oder? Der war auf jeden Fall drin verwickelt. Der ist nämlich gerade vor mir wieder auf die Strecke quasi. Nein! nein. Was? Du hast übelst geeiert, ja. Du hast ihn abgeschossen. Das ist deiner. Sorry. Ja, gut. Das ist halt die Retro-Kutte für die scheiß Dive-Bomb. Hey, Beck! Warum hast du nach rechts gelenkt? Willst einfach nur. Ich hab nach geradeaus gelenkt. Ich dachte, er kam runter. Nein, der ist straight gefahren. Du bist, okay. Du hast ganz knapp, also du hast gut gemacht, schön hier wieder raus und dann nach rechts. Ja, du. Alles okay. Klar, Volker, mach's gut. Danke fürs Reinschauen. Tschüssi. Ja. Kommt nicht direkt abholen, ne? Ja, die Bullen kommen schon. Ah, das ist einer. Nadja. Ja. Trotzdem. Er bringt nichts, du hast keinen Achter gehabt. Ja, trotzdem ist protestiert, kriegt er für das auch Strafpunkte. Nein, kriegt er nicht. Wenn nichts passiert, kriegt das nicht, sagen wir schon seit Monaten. Ist da das Problem? Ich habe doch schon 2 Proteste gemacht wegen Divebombs und sie haben sie bekommen. Okay. Interessant. Ich wusste vom Gas und ich kam dann zu hoch in T2. Das könnte ziehen. Ich habe schon 2 Proteste geschrieben und sie haben sie bekommen. Ja, okay, passt. Aber die Caution kriegst definitiv du. Ja, die Caution krieg ich schon halt. Ja. Mir egal. Also, die dürfte bei deinem Rating ja nicht viel ausmachen. Ja, ich denk's auch. Ja, du stehst sehr gut da, ja. Ian, ja, gleich hier, hier ist ein Cooldown drauf. Jetzt müsste es gehen, 1 Minute Cooldown. Ist immer noch höher gewichtet. Eben, ja. Auch nach. Also selbst mit dem FPD. Oh, dein Teamkollege, Björn. Dein Teamkollege hat die komplette Top 5 gekillt. Er hat Cornish gekillt, er hat Mike gekillt, er hat Nigel, Pferd noch halber gekillt, er hat Aaron Muspo gekillt. Okay, willst du sehen? Aber jetzt ist. Ne, ist er nicht green. Schaffen wir das? Wo ist er denn? Die 8. Dann Lab. Wow, da nicht geht's. Was? Er ist einfach, also sie sind so seit bei Seite durch den Turn und dann ist er einfach nach rechts gekommen. Wir machen für sie den Weg frei. Und dann haben sie hier hinten. Kann ich dir da aus meiner Sicht zeigen? Kraus auf 2. In der Doppelsieg und Silber und Bronze. Was? Ich war jetzt voll auf der Bremse. Silbermedale. Eine Chance. Und jetzt kam. Bam! Sivos noch. Bam! Gib ihm eine mit. Bam! Bam. Den Pickering auch. Ja, und dann ist mein Motor hochgegangen. It's the end of the story.
Ja, weil ich glaube, es gibt keine Yellow, wenn er aufs Keine Grün Ahnung. Sah jetzt für mich nicht so aus, aber. Keine Ahnung. Hey, Nim Cross, thank you for the follow. Ja? Mit Absicht. Nee, keine Absicht. Ich wollte einfach meine Linie halten und eng fahren. Aber scheinbar bin ich nach oben gekommen. Und dann als. Und dann als. Ja, wenn er doch drüben steht, auf der Wiese steht. Hey, Gabi. Der Nimcross bei Twitch, ist das der richtige, ne, gell? Nimcross Junior. Was, Junior? Das ist der richtige. Der normale? Ja, ne, Nimcross Junior. Ne, nur der normale, nur Nimcross hat jetzt gejoint, ich dachte schon. hat jetzt ein Follow da gelassen. Was vielleicht ist es? Ich weiß es nicht. Hey, Nim Cross. Das sieht gut aus. Ah, Marius. Boah, Nolli, quer. Die Outside geht halt definitiv besser. Mhm. Ja, weil du halt den Run aufbauen kannst, das ist ja das, was ich dir gesagt habe. Ah ne, das war ein Michigan. Alter, was? Achtung! 3 wide, 4 wide, 3 wide. Oh mein Gott! Bleib unten, bleib unten, bleib unten, bleib unten! Oh mein Gott, wieder Roland! Wieder mit Nigel! Aber das war nicht mein Auto. Nein, war nicht deiner. There's a car here outside, you don't just turn off the track like that. Nein, er hat einfach nach rechts gezogen. Er wollte die Linie zumachen von Nigel beim Anbremspunkt. Also so sah es aus. Ich hab nach rechts geguckt, hab gesehen, wie das Heck weggeht und hab aus Versehen zwei Gänge runtergeschaltet. Zwei Gänge? Ja. Nein, du, nee, das ist nicht dein. Nein. Oh mein Gott. Ja, aber was? Da kann Nigel nichts machen. Roland zieht ihm einfach vor die Karre. Nee. Nach rechts. Ist Roland relativ dann. Eieieiei. Wenn das weiter so geht, kann ich ja nochmal fahren. Schau mal. Ich habe noch eine Minute. Will nochmal rausfahren. Sorry, war ja. Schon oben bei Ding am Complainen, beim Teamchef. Er ist ja bei mir im Ding, er ist ja hier im Stream. Ja, komm, dann ziehe ich noch schnell Handschuhe an, dann gebe ich mir die restlichen paar Laps, ein, zwei Runden noch. Das sind drei Laps. Ja, ja. Komm. Dann gebe ich mir noch. Kannst du noch wen holen? Nee, kann keinen mehr holen. Fino ist vor mir. Keine Chance. Hey, Max. Danke dir für den Host. Ah, Raid sogar. So, wo kannst du mir noch Host? Danke dir für die Raid. Vielen Dank. Dankeschön. Juhu, grüß dich, wie geht's dir? Ist was gefahren? Michigan oder? Ja, also Technology. Ich frag mich, wer hier die Shitshow gestartet hat. Ja. Hey, cool, ja. Der tut sogar noch meine Black Flag gleich mit absitzen jetzt. Ich habe noch eine Minute wegen Passing under Yellow. Ja, die Shitshow muss jeder einmal starten. Läuft richtig scheiße. Ich bin in einem Unfall verwickelt gewesen. Daraufhin ist mein Motor mir in die Luft gegangen und 31 Minuten Repair. Bin jetzt P27, war ich gut dabei. Top 10 war gut drin, vielleicht sogar Top 5. Schade, ganz ehrlich, bin echt ein bisschen enttäuscht, wie es jetzt lief am Ende. Aber das ist ja, du versuchst verzweifelt Indica oben offiziell zu bekommen. Kommen keine Rennen zustande oder was? Ah, Indica Open? Ich jetzt gar nicht. Trucks markiert sind, die alle Damage hatten. Und dann in Runde 1 ist doch nicht schlecht. Es war sehr, sehr früh. Ich glaube, es war wirklich 1. Ich weiß nicht, ob ich mir ein Eis gebe. Es wird eine Shitshow. Ja, ich glaube, ich lasse es. Was hat er zum Abend?
Ja. Einmal schade. Nee, ich war lieber am Samstag. Ich bin wieder am Fahren, bin wieder dabei, ich hab einen neuen Motor. Ich got a new engine. Aber es, weißt, es sind jetzt Leute davon in den Top 5 teilweise, die waren das ganze Rennen nicht da. So kann es gehen, ne? Okay, wenn halt die ganze Top 5 gerackt wird, ist klar. Boah, ist der Teil. Front Row Guys gekillt haben. Nee, aber Nigel ist nicht gekillt. Er hat ihn ja nur geklippt. Er hat auch nicht mal Schaden davon getragen. Hallo, Tino. Hallo. Ja, Sepson, das ist echt bitter. Das Problem ist, weißt, die Seasons sind so wenig Rennen und so ein Rennen, das wirft dich so krass hinter in der Meisterschaft. Das P27, davon erholst du dich nie wieder. Bei neuen Rennen, forget it. Ein so ein Rennen und es ist rum. Da schaffst du nicht mit dem schaffst du wahrscheinlich nicht mal Top 5. Das ist halt echt bitter. Ganz klar. Hab ich schon gerade. Deswegen ist es halt echt schade. Ah ne, Restart fällt noch. Hast ja noch eine Chance jetzt. Ja, stimmt. Er ist auch wieder neben mir. Mal reinfahren. Mal reinfahren. So. Hast du irgendwas angestupst? Och, ja, ich hab da. Im Chat hieß es, ich soll mal aus Jux in die 2 reinfahren und hab's halt gemacht. es gibt 2 Professionals, glaube ich, in der Ding, und da kriegst du quasi die, ist also keine Drop Week in dem Sinne, sondern du kriegst ja die Plätze vom Letztplatzierten, also ja, bringt dir in dem Sinne nichts. Drop Week wäre wahrscheinlich besser, weil dann wäre es halt ein Streichresultat, aber so. Leute. Wie sie abgeht, geil. Wie die Idioten, wie sie fahren. Oh mein Gott. Ich find's geil. Die recken auf Position 20. Fahren sie 3 wide. Auf Position komplett hirnfrei. Das macht keinen Sinn einfach. Ja. Ich bin weiter vorne, ich bin auf 20. Ich bin doch hier bei 18, 19, das war doch hier bei Dennis, ich war doch direkt dahinter. Das war vor mir. Das war irgendwo um 13 rum. Ja, trotzdem, Bullshit. Ja, sagen wir den. Das ist GBC, was willst du da noch reißen, Mann? Ob du jetzt 15 Punkte. Ja. Ja, du kannst in einer Lab noch Führung holen. Ich fahre auf 2 Labs von. Ich hol mir jetzt noch Fischerei. Mhm. Hey, Steve weiß schon, warum er nicht in die Pro wollte. Ja. Die Elite 2 ist schon lang fertig, die bohren schon in der Nase. Ja, dann kann ich ja meinen restlichen Schaden. Ich habe noch ein bisschen Optional, kann ich ja noch abreparieren. Optimal, mein Optimal-Schaden. Unbelievable. Ich muss Prime. Eins. Ja, was meinst du? Nein. Du hast Roland leicht gebammt. Dann ist er von dir weg und dann ist er nach rechts gezogen und da war aber Nigel. Ich hab. Achso, ja, okay. Ja, halt in Luft. Wahrscheinlich war es ein Erb, wie so eine Erbbubble oder so ein Erb. Er ist auf jeden Fall von dir so ein Stück weg. Ja, ist doch gut. Du hast alles richtig gemacht. Hä? Das war ausrichten, wie viel Platz ich noch gut machen muss jetzt. Wie denn? Ich fahr! Mit die Strafe rausholen kann. Ja, 8 Plätze.
Also du machst ja 6 plus 2. Ne, plus 1, oder? Ah ja, dann sind es 7. Ja, dann nur 7 Plätze. Ja, easy. Ja, easy win. Ja, auch mal mit Messer hier, mit einer Axt zwischen den Zähnen. Ja, jetzt mache ich auch 3 wide in, auf Start 7. Und 4 wide in Start 1. Ja. Und dann hast du noch, du musst nochmal eine Caution callen, damit du nochmal 9 Strafpunkte kriegst. Ach, so die Fick. Marius ist bis auf 4 vorgefahren, der ist... Ja, ich glaube, da kam um alle Rex gut rum. Ja, der ist ganz hinten gestartet. Ja, ja, ja. Ja, der hat von den ganzen, Rex übelst profitiert. Ja, er ist einer davon. Und Kraus auch. Kraus hat profitiert von dem ersten Roland Rex, da wo die Top 5 komplett rausgekommen worden ist. Da wo die nicht pitten gegangen sind. Ja, so kann's gehen. Auf jeden Fall, ich weiß, wer schuld ist. Tino. Ja, tut mir leid. Pereira gebe ich schon. Was? Pereira? Ja, Pereira. Er ist auf 7. Ich habe Angst. Ja, wie heißt das? Ne? Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Ne? Ach, voll, danke. Das Problem ist halt, Gabi wird mir da zustimmen, bei der kurzen Season ein P27 killt dich halt komplett. Da geht halt einfach mal gar nicht mal eine Top 5 da gehen. Wenn überhaupt eine Top 10. Das ist so ein Scheiß. Ich würde lieber ein Jahresding fahren, ey. Dann kannst du auch so ein Rennen mal haben und kriegst du das easy wieder. Jede zweite Woche fahren. Ja, das ist... Du kannst das in der A machen. Hast du 18, 5. Wir sollen einfach die 4, B und C nicht mehr 3, unterteilen. Wir sollen einfach über eine Saison gehen, dann hast du halt eine Sommerpause. Shit, egal. Sie sollen jede Woche fahren. Mixed Class. Ja. Oder halt im... Ja. Schotten Truck nehmen. Im ersten halben Jahr Truck und im zweiten B. Wann hast du wieder ein halbes Jahr Season, du Held vom Erdbefeld? Wir wollen das ganze Jahr eine Season fahren, nicht halbieren. Nicht ganz. Ja, dann machst du halt ein halbes Jahr eine Season, so trotzdem mehr Rennen. Du hast dann 18 Rennen, ja, das schon recht. Ah. Ah, ja, okay, ja, so meinst du. Ah, aber immer zuerst mal maulen, wenn ich was sage. Nimm's zurück, Nadler, du hast recht. Ja, das ist ja selten, dass er mal recht hat, deswegen maulen wir. Ja, und warum bist du jetzt wieder, warum bist du so ausfallen? Ja, 9 bis 10 Saisonrennen ist auf jeden Fall Mist. Nicht eilig. Er ist Züricher, der ist immer so. Ja, okay, das erklärt. Danke, Ian. Nee, ich will noch eine Caution. Ich hab das rum. White flag, one more lap. P5, du Säckel, Alter. P6. Oder was? Jetzt hab ich doch mal 4 Plätze rausgeholt. Ist doch gut. Sorry, Victor, das war etwas knapp mit P4. Oh mein Gott, es war noch 4 Plätze. Ich war zweimal los, weil ich so früh Gas gegeben habe.
Side. Watch your speed. Hat der ja einen Einschlag? mein Bremspedal hing fest. Im vorletzten Restart hatte ich einen Einschlag. Box in, 5. Immer der Outside four, war ein Vorteil. 3, 2, 1, Box now. Ah, das geht nicht. Trouble!